So, erstmal einen schönen Willkommen, guten Abend, Gruß meinerseits. Wir wollen heute Train Simulator, den kleinen Bruder von Spielen, den Pro Train 2, heißt ja, glaube ich. Und ich starte immer, und zwar, wir wollen heute damit eine Tour machen, Warschauer Straße bis Erkner oder eben umgekehrt. Wir müssen mal gucken, welche Touren die uns da anbieten. Und das nächste, was ich mal gucken muss, gut. So. Na gut, dann nehmen wir die von Spandau nach Erkner. Okay. So. QAZ, wie ist. Aha, okay. So, ich würde euch Hallöchen pertiefen. Ich hole euch gleich ins Spiel. Ich habe zwar die Hoffnung, dass er das alleine macht, aber warum hängt mein Stream gerade? Nee, eigentlich nicht. Okay, sonnig, wolkig. Einstellung akzeptieren, Einstellung akzeptieren und dann machen wir zu. Okay. Hat das Spiel drin? Nee, hat er nicht. Ich versuche mal ein Spiel drin zu holen. So, mal schauen. Das ist natürlich Shit. Das ist richtig Shit. Was sind die Optionen? Wo seid ihr denn da? Ich muss mal kurz was schauen, Leute. Sekunde geduld.
Okay, dann ohne Streiter. Ach ja, dann machen wir mal das. Okay. So, ich gucke jetzt gleich nochmal rein. Schon. Nein, Spielfenster. Wir brauchen Stream. So, okay. So, wie sieht's denn jetzt aus? Das sieht doch schick aus. So, okay, nein, das mache ich selbst. Nein. Nochmal aus. Abmenü. Abmenü. Mann. Sorry, ich habe das lange nicht mehr gespielt, also ich muss da selber erstmal wieder rein drehen. Schön, da steht der Aachen. Okay. Aha. Wo ist der Fahrer? Ach so.
Warum fährt der Zug jetzt nicht? Heute heißt doch nichts mehr. Ich muss da nochmal raus hinten, Leute.
Sag ja nie. Wanderergnerin laden. Irgendwo hängt das. Fahrschalter auf, Fahrschalter ab. Bringen wir an. Z. Naja, toll, geht dann nicht noch ein schneller machen, Leute. Bremsen denn? Okay. Wir sagen, du bist rot, wa? Ach Leute, ich glaub das ja nicht. Abend, Willi. Ja, also S-Bahn halt gefunden. Wir fahren von Spandau nach Erkner, wenn sie denn fährt. Also tut mir leid, also momentan steht sie da drin. Ich krieg die da nicht bewegt. Jetzt muss ich warten, bis ich grün habe. Jetzt seht ihr ja da an diesem. Ist ja Mausfeier drauf, ja. Da. Das ist unsere, quasi unsere Ampel. So, also. Jetzt soll ich. Diesen Fahrtrichtungsschalter nach vorne drehen, der natürlich ganz cleverweise dahinter ist. So, dann soll ich das Ding da lang schieben. Ah, nur sonst noch nicht komplett bremsen. Das verstehe ich nicht. Warum hat das Ding jetzt komplett gebremst? So, jetzt mal gerne eine gute Tür noch machen, ne? Dreht er hier sonst auch hin? So. Ich gehe mal davon aus, jetzt dürfen wir fahren. Ja, aber ich muss ja theoretisch bei den neuen S-Bahn die Türen erstmal freischalten.
Aber es hat sich so gerade angehört, als ob die Türen alleine aufgegangen sind und zugegangen sind. Nächste Station, Stresow. Was? Stresow? Naja, ein bisschen rübergerutscht. Ah, und die Maus, die hopst ja hier, die Kamera ist ja sagenhaft. Die Türen sind aber alle zu, oder? Ja. Warum hopst die Maus? Das ist doch furchtbar hier. So. Also Bremsen ist hier. Den Hebel nach unten ziehen, kommt die Bremse. Und den Hebel nach oben drücken ist Gas. Nach unten ziehen, nimmt der Strom weg, wird dann langsamer. Ist ein bisschen kompliziert, weil ja, irgendwie bremst er nicht so, wie er soll. Und somit hau ich aus Versehen immer irgendwie wie heißt das, die Notbremse rum. So, Limit 70 darf ich nur fahren. Jetzt hätte ich hier so ein bisschen auf der Mitte und hält auch die Geschwindigkeit. Ich habe leider keinen kürzeren Weg gefunden, also wir fahren jetzt eh mal durch Berlin hier. Ja. Also Westkreuz, Spandau fangen wir an, durch Berlin und dann kommen wir Erkner raus. So. Jetzt habe ich mal Gas weggenommen. Ganz bloß blöd, dass er mir den nächsten Bahnhof nie anzeigt. Der müsste eigentlich hier irgendwo stehen. Das könnte da sein. Genau, ich bin hier mit der Maus jetzt beschäftigt. Das soll wohl auch mit der Tastatur hin. Pichelsberg, ja, hab ich schon mal gehört. Ja, bis 100 fährt die. Ich glaube, könnte so ja noch über 100 fahren. Was sind hier? 80 sind ja erlaubt. Das Blöde ist bloß, die Bahnhöfe sind hier nirgends wieder so richtig einnehmen. Ja, so in etwa, ja.
Ah, jetzt ist die da Pause, also der wird automatisch aufmachen. Männchen, was hier stand, ist so gerade weggeploppt, habt ihr gesehen? Nur los. Jetzt haben wir der Fahrer, ne? So. Ja, das ist die aktuelle, also die jetzt in Berlin fährt. Also siehst du, Olympiastadion sind wir schon. Ja, das ist ja nicht der neueste Trainsimulator. Also der ist hier, ich weiß nicht, wie alt der ist, also. Nee, älter möchte ich mal sagen. Müsste ich nachgucken, weil die kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Nächste Station. Mit dem Bahnhof hier, mit den Anhalten. Ja, das ist nun mal noch alte Auflösung für Deutsch. Heißt denn der hier knapp da? Fahrzeugtüren. Ah! Alena Lenov. Fahrzeugtüren geschlossen, der ist jetzt aus. Wenn die Türen zu sind, dann leuchtet der. Also wissen wir schon mal, geht alles automatisch hier. Sehr schön. Moment, das mal hier ein bisschen runter. Krieg auch hier so in der Mitte nicht jemand hat und davon. Stört's ja nicht so. Müssen die zu hier annehmen. So, Türen zu. Und ich fahre los. Oh Mann, bleib doch mal oben. Nervt mich ja, dass die Maus so hopst hier. Aber ich muss sagen, die Auflösung, ich staune überhaupt, dass es so gut wiedergehen wird, da bei euch. Aber von der Auflösung her ist es doch schon in Ordnung, also es gibt Schlimmere. So, jetzt senkt es natürlich. Nee, jetzt ja doch so ein bisschen. Warte mal hier, 0,7, 700 Meter, da ist der nächste Halt. Also langsam fuchs ich mal wieder rein.
Okay. Jetzt haben wir's. So. Ja, Opa mit der A, jetzt ist er weg. Opa mit der Pfeife, habt ihr gesehen? Also ein bisschen Details sind ja schon drin. Es war nicht so schön, dass die da alle ein- und aussteigen, aber na gut. Ja, genau die hier. Ja, da haben sie noch Zeitung gelesen. Da gab es noch kein Tablet. So, warten, genau. Wir sind erlaubt 80. Ja, früher der Zeitung. Haben wir uns heute erst auf Arbeit unterhalten. Weil damals haben wir uns ja auch so Berliner Kurier und so weiter gekauft. Was das mal für Zeiten waren. 900 Metern. Haben wir den nächsten Bahnhof. Messedan. Lass mal die mal so rollen. Stimmt, dann ist hier die Jaffe-Straße dahinter. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier, Karla vom Bau wartet auch schon, seht ihr? Ja, genau, Willi. Die fand ich auch immer geil. Da habe ich auch immer ganz gerne in Berlin eine Zeitung gekauft. Wenn wir mal von KW nach Berlin gefahren sind. Das war dann immer was. Wenn du den noch 10 Pfennig hier gegeben hast, der hat die Zeitung dann oben von seinem Wagen darunter eben, das war immer geil. Fragt man sich, warum die Zeitungen nicht so billig geblieben sind. Weil dann könnte man sich öfters mal wieder einholen. Aber bei die Preise heutzutage Einsteigen bitte. macht es keinen Spaß. Zurücken bleiben bitte. Bleibt doch mal da, so, und jetzt den. So, Westkreuz in 1,1 Kilometer, naja, dann fahren wir erstmal. Jetzt können wir so langsam wieder in die Stadt rein. Ja, vorhin überleg dir mal so eine Tageszeitung. Jetzt sind wir zu schnell. Ups. Nächste Station, Westkreuz. Wenn man sich mal überlegt, eine Tageszeitung kostet, bleibt doch mal da oben, ey. 1 Euro, was damals mal 10 Pfennig gekostet hat. Das ist doch Blödsinn. Eine Tageszeitung sollte eigentlich was sein, wo jeder Mensch über die Geschehnisse in seiner Stadt oder wo auch immer informiert sein sollte.
Also ich fand das damals immer geil, wenn du so deine Zeitung irgendwo eine Pause am Arbeitsplatz so. Ja. Oder im Internet, wo du nicht weißt, ob das stimmt. Naja, das hat ja. Außerdem war das ja auch damals viel geiler. Du konntest dich hinsetzen, konntest dann die Zeitung in Ruhe durchblättern. Warum eigentlich dieses Fenster hier? Das wird nur verschieben. Nee, das geht ja nicht mehr. Warte, das dürfen wir nicht überhaupt. Limit 60. Berlin-Charlottenburg. Nächste Station, Berlin-Charlottenburg. Übergang zur U-Bahn und zum Regionalverkehr. Willi, wann bist du das letzte Mal in Berlin S-Bahn gefahren? Ich glaube, wir sind zu schnell. Da gab es diese S-Bahn noch ja nicht. Und das war, finde ich, eben das schade. Ein anderes Paket, was ich hatte, da gab es diese ganz alten S-Bahn noch. Diese, ich sag mal, diese Rumpelpumpe-S-Bahn, wo die Türen noch richtig zugeknallt sind. Das hast du ja hier bei denen nicht mehr. Ja, wir stehen ja nicht ganz drin, ey. Ist doch scheiße, ey. Aber du kannst ja nicht sagen, du bist heute messbar, die fahren durch Berlin. Ja. Dieser. Wenn die mal angehalten hat. Und dann hat das auch so richtig schöner Öl hier gerochen. Fand ich auch immer schön. Weil das sind ja erlaubt 40. Denn und damit der Geschwindigkeit. Innerorts nur 40 oder was ist das jetzt hier? Nee, jetzt darf ich 80 fahren, also hoch.
Genau, für die Druckluftanlage. Nächste Station, Sabiniplatz. Sabiniplatz, Mensch. Ich Sabini Platz. Ja, also das ist hier ein bisschen anders wie das mit dem Autofahren. Ja, jetzt könnten wir mal richtig zum Stehen kommen. Mal kicken. Da ist die Feuerkamera. Das ist die Frontkamera. Ja, die steht richtig drin. Tja, das ist Berlin. Da vorne Zoo. Seht ihr da die Gedächtniskirche? Da ist die Zoll. Ah, die ploppte gerade weg. Einsteigen bitte. Gerade weggefallen. Ja, so. Ja, das eine ist das normale, also eigentlich hätte ich hier stehen müssen. Und dann gibt es immer noch ein zweiter für einen Kurzzug, also wenn du bloß vier Anhänger hast. Weil die normale S-Bahn, die hat acht Waggons und die Kurzzug hatten vierer. Dürfen wir denn hier? Limit 6. Hier, was ist das? Limit 80. Naja, da können wir ja richtig rumfliegen hier jetzt. Zoologischer Garten. Nächste Station, Berlin Zoologischer Garten. Übergang zur U-Bahn und zum Regionalverkehr. Ja. Ja, doch, sagen wir mal, die Linie kenne ich. Naja, bis. Nee, nicht mehr kommen wir nicht vorbei. Nöhner Platz und nicht das Rummelsburg-Ostkreuz. So, Zoologischer Garten. Ja, das passt ungefähr. Da ist die Gedächtniskirche. Ach ja, so ist das, genau. Okay. Da hinten ist der Zug, wo wir jetzt an den Bus lang gefahren sind. Dann müsste auf der Seite die Siegessäule irgendwo Meine aufploppen. Damen und Herren am Gleis 5, willkommen in Berlin Zoologischer Garten. Das ist doch schön. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. S-Bahn S75 nach Wartenberg. Ausgleis 5. Zählt nicht, wo die jetzt ist. Regionalexpress nach Brandenburg Hauptbahnhof. Ausgleis 4. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ey, ich weiß nicht, warum diese Scheißhebel hier mal zurückschnipsen. Naja, geh mal Maus anrufe. Was macht denn der hier? Nee, ich geh mal davon aus, ja, weiß ich nicht. Ist ja nun nicht mehr das Neueste. Nicht, dass es da irgendwie Probleme mit dem Rechner oder was gibt. Im Großen und Ganzen geht's ja.
die fährt ja gleich weiter. Und ich lege bei dem Spiel jetzt auch nicht so Wert wie beim Bus-Simulator auf Pünktlichkeit, weil das kannst du sowieso hier nicht einhalten. So, was sind hier erlaubt? 60, okay. Ja, schön mal im Tiergarten. Aber jetzt müssten wir den Dings haben. Bei Tiergarten, das ist ja direkt an der Siegessäule in der Nähe. Nächste Station, Tiergarten. Tiergarten. Hier fahren wir über die Brücke rüber. Da müsste rechts neben uns noch wir können aussteigen. Die Türen sind alle zu. Wir schwenken mal trotzdem rum. So, da sollte diese Siegessäule stehen. Da ist er. Seht ihr? Da ist die Siegessäule. Also alles da. Die Torbögen hier unten, die stimmen über. Oh, die Maus, die Hopset ist. Die Torbögen, die Straße, das stimmt dann über alles überein. Das ist wirklich original so. Nur das Haus da drüben, das stimmt einsteigen, nicht. Bitte. Vielleicht sollte ich nicht so viel erst hier, ich fahre erstmal langsam an. Vielleicht ist er doch das gewesen. Das war schön, also ich finde das eigentlich schön, wenn sie das so machen. Wäre schön, wenn sie natürlich noch mehr S-Bahn-Linien. Also ich habe drin Erkner, Spandau, Wartenberg, Arnsfeld, also Marzahn bei uns. Warschauer Straße, da kommen wir sowieso vorbei. Ja, keine Ahnung, was das war hier. Da kommt der Regionalexpress. So. Wenn ich jetzt GEMA muss, anrufe und die, der das hört, die denkt, ich fahre mit S-Bahn, naja. Was sagt uns bitte? Man muss nicht immer die neuesten Spiele haben, wenn die alten nur noch hin. Und damit finde damalige Grafik ist das, muss ich sagen, hervorragend. Hallo, halt an. So. Was ist das jetzt hier? Bellevue. Bellevue, doch, dem Bahnhof gibt es. Doch, dem Bahnhof gibt es noch. Der nächste Bahnhof, der kommt, da müssen wir mal gucken, ob der schon neu ist. Nee, Quatsch, Bellevue gibt es nicht mehr. Das ist jetzt der große Hauptbahnhof. Also so sah er damals mal aus. Das war so ein ganz kleiner hier. Das, einsteigen bitte. Den gibt's nicht mehr. Das ist jetzt der ganz, ganz große Hauptbahnhof von Berlin. Ich hoffe, ich habe euch jetzt Kick Watch erzählt. Der nächste müsste Friedrichstraße sein. Und somit gibt es den Bahnhof, der jetzt hier war, nicht mehr. Den haben sie ja nach der Wende weggemacht und da haben sie jetzt den großen Hauptbahnhof gebaut. Dieses große Glasmonster, sag ich jetzt mal, wo die ganzen Schwalben rausfallen. Ja, also ich hoffe, das war jetzt der, dass ich euch jetzt kein Mist erzählt habe.
Nee, der Hauptbahnhof kommt jetzt. Also Entschuldigung. Nochmal zurück, bei Louis gibt es wahrscheinlich noch. Jetzt kommt der Hauptbahnhof. Nochmal gucken, wie der aussieht. Dann kann das Spiel doch nicht so alt sein. Nee, aber da gibt es Bahnhof Bellevue noch. Also der hat mir jetzt nichts gesagt. Da. Station Berlin Hauptbahnhof. Genau, der Übergang kommt nämlich. Zum Fernverkehr, U-Bahn und zum Regionalverkehr. Der kommt nämlich jetzt erst, dann war das andere nämlich belehrter Bahnhof. Dann ist der nämlich weg. So, also wir fahren jetzt in den größten Bahnhof Berlins drin. Einer der größten. Der Südbahnhof sieht genauso aus. Der ist so groß, da fallen noch ab und zu mal ein paar Glasscheiben raus. Mann, lass doch mal den Scheißding da oben. So, jetzt kannst du runterkommen. So. Ja, nun seht ihr hier nicht so sehr viel, wa? Ja, so sieht er aus. Also, ne, mit den ganzen Glaskasten hier. Genau, da hinten habt ihr die Charité im Übrigen. Meine Damen und Herren am Gleis 15. Mal ein bisschen warten, bis die Karte verbaut hat. Also hier ist Charité-Länder. Dann müssen wir der große Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Dings gleich kommen. Regionalexpress nach Stralsund. Aus Gleis 5. Na. S-Bahn S5. Nach Strausberg. Aus Gleis. Also wenn du da vorstehst, ist das enorm. Zurückbleiben bitte. So, jetzt kommt Friedrichstraße. Und dann sind wir im Osten Berlins. Friedrichstraße Bahnhof. Nichts ändert, alles noch wie damals, dieses rote Backsteinhaus. Das hat sich nichts getan. Wo war es noch, an die Hauptbahnhof oder Friedrichstraße? Hauptbahnhof. Sagen wir mal so, rund um den Bahnhof ist nichts. Das ist momentan sieht das alles aus wie Baustelle. So, jetzt kommen wir nach dem Osten, sieht man ja die Häuser hier schon, die Hochhäuser. Quietschen. Nächste Station, Berlin-Friedrichstraße. Na, damals Ostberlin hat ja den Hauptbahnhof, das war damals Ostbahnhof, da fahren wir nachher auch noch durch. Und den Alexanderplatz, das waren ja damals in Ostberlin die größten. Und auch Lichtenberg noch, genau, war ja auch einer der größten. Also theoretisch hätten die ja gereicht, aber. Und einer hat gesagt, nee, wir brauchen nur richtig großen. Ist richtig Betrieb. So, ich werde mal Gamermaus anrufen, nachts an. Und gucken, ob sie da ist.
Na gar nicht schlecht. Hi Mäuschen. Einsteigen bitte. Na? Zurück. Ein Trick bei dir? Na, das ist sehr gut. Und was guckst du heute? Achso, okay. Ja, ich habe heute meine Flunder gekriegt bei Ordered Me. Ja, ich mir, ja. Und ich habe einen bunten Dinosaurier. Ich habe alle Dinosaurier, die es schon gibt. Okay. Gut, Mäuschen. Hast du so noch was auf dem Herzen? Nö. Nö? Na gut. Dann kann ich dir bloß eine gute Nacht wünschen. Ja. Wenn ich noch nicht morgen bei Oma bin, dann rufst du dann an, dann komme ich dann vorbei, ne? Okay, Meister, dann hab dich lieb. Und dann bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. So, dann haben wir das auch erledigt. Wo seid ihr jetzt? Chat. Nächste Station. Chat. Genau. Hackig gemerkt. Hackischer Markt. Muss ich sagen, für Berlin-Touristen komischerweise sehr. Ah, nicht Vollbremsung. Naja, doch, freut euch. Für Berlin-Touristen sehr ansprechend. Das bleiben wir stehen. Für mich selber. Ja, alle zu beengt, aber da sind sehr viele Kneipen und Restaurants, wo man essen gehen kann oder draußen sitzen kann. Wer es braucht, okay. Aber ansonsten, wie ihr seht, dieses alte hier, das ist da immer noch hier, dieses alte Mauerwerk. Das hatten wir damals schon so, DDR-Zeiten, ist heute noch. Und finde ich auch als alten Berliner Bahnhof recht, recht angenehm. Oh, guck mal hier, Fernsehturm. Ach, da kommen wir jetzt hin. Alexanderplatz, genau. Türen zu, ja. Ja, also finde ich auch, man muss nicht alles so neu und glas machen, sondern hier sind ja auch die alten Fenster alles noch so. Also das hat was. Genau, nächster Halt ist Alexanderplatz. Wo das sogenannte Forum Hotel, hattest du da nicht letztes Mal nachgefragt, Willi? Hat jetzt der Park Inn ist, das war ja damals am Osten diese Forum Hotel. Und da steht's. Seht ihr da im Hintergrund. Alexanderplatz, Kaufhof. Und auch dieser typische Glasbahnhof existiert heute noch so. Also da ist jetzt auch noch nicht großartig was geändert worden. Gucken wir uns ein bisschen um. Also Alexanderplatz, da waren wir schon mal drin, ne? Kennt ihr ja, Fernsehturm. Kann ich gar nicht so weit hochscrollen. Die Kirche damals, wo wir waren. Dann sind wir, wo wir warten mussten, hier unten diese Fußgängerzone, sind wir lang flaniert. Da hatte ich mir hier noch ein Puzzle angeguckt. Ja, warte mal. Hier, Saturn. Kennst du? Oh, die Krater dreht sich hier, das ist unglaublich. So alt ist das nicht. Guck mal, Leute, der Alex halt ist auch noch nicht so alt. Einsteigen bitte. Das war da, wo wir waren, Mediamarkt zurück, und bitte. Saturn. Die beiden Läden. Wo du da? Ich glaube, da hattest du deinen Computer gekauft oder wolltest du deinen Computer damals kaufen?
Oder hast du so eine neue gekauft? Keine Ahnung. Ist ja wie, vielleicht schaffen wir dies Jahr mal kicken. Wenn du mal nach Berlin kommst im Sommer, mal auf den Fernsehturm zu fahren, weil GEMA-Maus hat mir gesagt, die war da noch ja nicht oben. Und wurde da ganz gerne auch noch hoch. Und vielleicht gibt es da mal eine Option. Wenn das alles hier mal ändert. So, hier ist das Alexa, seht ihr ja hier. So, Janowitzbrücke. So, sind wir ja dann schon wieder fast durch den Stadtkern durch und dann jetzt so langsam ins Grüne wieder. Naja, will ich gucken, wann waren wir auf dem Fernsehturm? Wie viele Jahre ist das hier? Vorher war ich auch noch nicht da. Deswegen, also das könnte man noch mal machen, weil es war ja nicht schlechter und das war ja so eine ganz andere Atmosphäre. Man hat gedacht, man ist völlig fremd irgendwo. Eine Ruhe da, also den Stress von unten, den lauten Verkehrslärm hat man ja nicht mitgekriegt. So, wir sind hier in Holzbrücke. Typische Spreebögen hier unten. Hier unten ist Wasser. Ja. Diese DDR-Plattenhäuser stehen wirklich da, also die stehen wirklich so, wie sie hier stehen. Mit den Bäumen, die Autowaschhalle hier. Damals ein bekannter Ding von der DDR, stand so schon aus Ostzeiten. Und hier hinten, Leute, da wo das Alexa steht, da war damals im Osten alles Weihnachtsmarkt. Das war ein schöner Weihnachtsmarkt. Ja, muss ich dazu sagen. Also war richtig, richtig schön. So, da vorne kommt schon der... Ja, der nächste Bahnhof. Ja, ist die Spree, die hier Treptower Park. Der nächste Bahnhof hat in Berlin mehrere Namen durch. Er hieß damals im Osten Ostbahnhof. Dann hieß er nach der Wende Hauptbahnhof. Jetzt heißt er wiederum Ost am Bahnhof. Und ja. Dann muss ich sagen, so ein kleiner, wie sagt man dazu? Ich glaube, das ist so für Fernzüge, die halten glaube ich auch da. Ein paar, also nicht alle. Aber die haben so ein bisschen vernachlässigt. Der sieht so ein bisschen schäbig aus, der ist dreckig, ein bisschen heruntergekommen. Also das ist schade drum, was sie mit denen gemacht haben. Richtig, Hauptbahnhof ist ja nur mittlerweile woanders. Weil er hieß ja im Osten auch schon Ostbahnhof. Warum sie den nach der Wende erstmal umbenannt haben, weiß ich auch nicht. Aber es ist und bleibt jetzt unser Ostbahnhof. Ja, aber jetzt, wie gesagt, bisschen verwahrloster Ding. Also da wird irgendwie nicht so richtig gemacht. Ja, stimmt, sind immer noch. Aber Restaurants bezieht sich heutzutage mehr auf Fastfood-Ketten. Jetzt sagt man eigentlich die Uhr da unten meint. Ja, heute jetzt ein bisschen länger, denke ich mal. Vielleicht weiß ich nicht, ob wir eine halbe Stunde schaffen. Aber wir machen die Tour heute zu Ende. Aber ich muss sagen, wenn man den Dreh hier raus hat mit den Dingern, also so sieht das. Ja. Das Kaufhaus hier, die Farmleute, das sind die Ostfarmen. Willkommen in Berlin.
steht aber leider, na ja, ihr seht halt normal Kaufhaus, auch mit dieser Kachel, das war damals im Osten so gewesen, steht aber heute ohne mehr. Es wurde Einstein, auch abgerissen bitte. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, was da so, an dieser Stelle mittlerweile ist. Tourist Hawaii im Osten? Was denn die Indianer das hier? Grün, ja. Steht da auch schon, aber der ist ja eingestiegen, der Vogel. So, was kommt als nächstes? Ostbahnhof, Warschauer Straße. Toast Hawaii isst du, Billy? Billy, wenn du nächstes Mal kommst, machen wir Toast Hawaii. Toastbrot, aber du isst ja kein Weißbrot, wa? Weil ich mach das immer mit Weißbrot, Kochschinken, Ananascheibe, Käse, eventuell, wenn du willst, sogar noch ein Ei haben. Aber mit dem Ei ist immer so ein bisschen, aber ansonsten so mit. Ja, du, ey, du bringst mir gerade auf Ideen, ey, ich hab Hunger jetzt. Da ist dabei. Willi, du bist schuld. Ja, ne? Ja, ist ja gut. Ja, jetzt hat er Dings ausgelöst. War zu schnell. Okay, müssen wir erstmal stehen bleiben. Ich war zu schnell. Jetzt hat der Sicherheitsschalter ausgelöst. Ja, hier sind nur 50. Jetzt stehen 70 da. Was denn nun? Ach, Leute, macht mir doch nicht mal hier. Diese O2 World. Steht noch. Ist aber jetzt die Mercedes Arena in Berlin. Die hieß nach der Wende damals O2 World. Wir sind erlaubt 70, okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier jetzt. Nächste Station, Warschauer Straße. Okay, kannst du so rollen, die Teppich runter. Ja, ansonsten. Hier ist so Media World, also Media Welt. Da sind so verschiedene Plattenfirmen drin, Fernsehen. Doch, gibt's noch. Heißt jetzt Mercedes-Benz Arena. So, warte mal. Das ist die... Ja. Das ist die Warschauer Straße. Hier. Kreuzberg. Friedrichshain. Das ist die Wort, ja, ist jetzt, hat ein bisschen andere Farbe, steht aber noch. Und hier vor auf der freien Fläche, die ihr hier seht, ist jetzt Einkaufscenter. Ist irgendwie, ob sie mit rangebaut ist oder nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das jetzt diese sogenannte Mercedes-Benz Arena von Berlin. So. Einsteigen bitte. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das der nächste halt das Ostkreuz. Ob die das hier drin schon umgebaut haben. Ostkreuz wurde auch ganz toll umgebaut. Und werden wir mal gucken. Oder ob das noch das alte Ostkreuz ist, wie ich das kenne. Warschauer Straße. Also sehr, 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 sehr viele Restaurants, auch gerade so kleine, wo sich auch sehr junges Volk abends trifft, so. Also Freitag, Sonnabend ist da immer die Hölle los. Das ist auf Friedrichshainer Szene Bezirk. Genau, das ist richtig Ur-Berlin Osten. Genau.
Das lassen wir mal rollen. Hier die Nebenbahn, das ist glaube ich das, was nach Ansfeld geht. Hier kommen wir auf den anderen Bahnsteig an und das wäre dann. Nächste Station, Ostkreuz. Genau, da ist die Lichtenberger Marzahn. Und wir müssen hier. Du hast das Ding hier gleich voll runter. So, jetzt kannst du bremsen. So, wir gucken jetzt mal von außen an. Naja, der Kran steht schon. Das ganze Ding ist jetzt alles in Glas verpackt. Die Brücke gibt es glaube ich auch nicht mehr, die haben sie auch schon abgerissen. Der steht noch, der Wasserturm. Ansonsten, ja, die sind hier fleißig am Bauen, seht ihr ja, alles jetzt Glas. Und die Straße gibt es auch noch, logischerweise. Nee, aber ansonsten ist das auch alles umgebaut. So, und jetzt kommen wir zu der Region. Warum scheitert das Ding da noch? Bleibt doch mal da. So, Fahrtrichtung scheitert nach da. So, guck's bitte nach vorne. So. Die nächste Bahnhöfe bis Erkner jetzt. Was macht denn ihr hier? Bleibt doch mal hier. Die Türen sind doch gar nicht zu. Ach so. Zurückbleiben bitte. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, jetzt muss ich erfahren, jetzt sind die Türen zu. Habe ich vorhin auf ein falsches Signal geachtet? Also Rummelsburg Richtung Erkner bin ich schon ewig nicht mehr mit dem Zug gefahren. Jetzt kommt vielleicht der interessantere Teil für Willi, die Erkner Strecke. Ja, also ich bin damals das letzte Mal, da hatte meine Oma noch gelebt, da bin ich die Strecke gefahren mit der S-Bahn. Und das war, da war ich glaube ich so ja noch Schule. Also in der Schule. Aber ich wusste ja eigentlich, dass hier immer so viele Leute rumrennen. Naja, gut. So, und gucken wir uns jetzt mal von außen hier an. Warte mal, warte mal kicken. Ich glaube, hier irgendwo, hier hinten, stand meine Berufsschule, aber ich glaube, die könnt ihr nicht sehen. S-Bahnhof Nöhnerplatz? Könnte die hier sein? Aber hier ist ein Männerplatz. Der ist Bahnhof. Hinten kommt Lichtenberg. Einsteigen bitte. Hier ist die Kreuzung dementsprechend. Doch, dann könnte das hier Berufsschule sein. Da sind das die neuen Blöcke. Ja, ja. Doch, an der Ecke ist Berlin relativ grün. Das ist grün. Die Türen sind zu. Also könnten wir fahren.
Mensch, Meili. Das ist nicht erlaubt. 90. 90 und 1,3 Kilo. Na, jetzt können wir erstmal bis Kilometer, nicht Kilo. Jetzt können wir erstmal ein bisschen fahren. Eigentlich lasse ich ihn nicht los, den Hebel. Also sitzt er hier. Jetzt, wenn sie fährt, kann ich alles loslassen. So, Bremsung einleiten. Das war da nicht mit 80 Rennbrettern im Bahnhof. Ja, der sagt mir ja auch nichts. Aber ich gehe mal davon aus, wenn die anderen Bahnhöfe alle gestimmt haben, dass der auch schon stimmen wird. Die Räder sagen mir nichts, also ich kann euch auch nicht sagen, wo wir hier so richtig sind. Könnte das Kraftwerk Klingenberg sein, würde ich sagen. Teilskraftwerk. Würde ich mal darauf eintakten. Ja, würde ich sagen, warte mal, da ist die Schule darüber. Ja, dann ist das der Teilskraftwerk von hinten. Einsteigen bitte. Ja. Ja, das ist klar, Erkner ist ja nur außerhalb von Berlin. Gerade Müggelsee, Müggelheim, was da hinten alles kommt, Wuhlheide, ist alles sehr, sehr viel weit. Also der Großbereich Köpenick, 90 nach Kreishorst, 2 Kilometer, das ist okay. Dann rollen wir erstmal eine Weile. Ist ja auch okay, also da kann ja alles zugebaut sein, ja. Und Köpenick finde ich eigentlich sehr schön mit den ganzen Grünen, was er da hat. Also wir haben da schöne große Erholungsflächen. Na, ist auch in Ordnung. Und ich denke mal, wenn die freigegeben ist, dann kann man da auch schön pirschen. Mit außen rufen, naja klar, ihr seht, das Bild muss aufbauen. Das ruckelt dann ein bisschen. Also wir bleiben mal drin. Wie weit haben wir noch? Dann können wir ja ein bisschen mehr sehen hier. Nächste Station, Berlin-Karlshorst. Übergang zum Regionalverkehr. Was sagt euch Karlshorst? Ist das ein Fernbahnhof? Ist mir zwar neu, aber gut, okay. Wie gesagt, ich bin nicht so der Zugreisende. So, Karlshorst. Die Trabrennbahn von Karlshorst, bekannt.
So, was haben wir noch? Das war's damals hier vorne. Ja, Einkaufsstraße, das ist auch noch alles so hier die Kasshorster Ecke. Oh, ich finde das, die Karte mal so klappert da. Die Straße hoch, ich denke mal, das hier hinten so, wäre dann der Tierpark von Berlin. Erkner weiß ich, Willi, Erkner weiß ich. Weil in Erkner bin ich immer umgestiegen, wenn man zur Oma gefahren sind. Und wir sind mit der Bahn gefahren, da sind wir da nämlich immer dann umgestiegen in den, ich sag mal, in den Fern, in die Fernbahn. Nenne ich jetzt einfach mal so, obwohl es eigentlich Oplus und Bummelzug war, der überall angehalten hat. Aber weiß ich. Und damals als Kind hatte ich immer Schiss gehabt, in diese Züge einzusteigen, weil da war zwischen Bahnhof und Zug immer so ein, der große Tritt. Da hatte ich immer Angst gehabt, ich fahre dazwischen als Kind. Das war dann immer. So, was sind da Lob? 90, 2 Kilometer Wohlheide. Genau, Vorzug nach Fürstenwalde. Ich sehe, könnt ihr mal kicken, wenn das Programm jetzt so einmal verläuft. Aber ich glaube, nach Frankfurt oder habe ich noch nichts entdeckt. Ob die hier vielleicht auch Fernverkehr nach Frankfurt oder hätten. Das wäre doch geil. Du meinst mit der S-Bahn bis Erkner und dann. Warum sollte das nicht hin? Also denke schon. Ja, 90 mehr darf ich nicht. Hier unten steht mein Limit. Da unten im Kreis. Schneller darf ich nicht. Und wenn ich jetzt schneller fahren würde, würde der wahrscheinlich wieder hier den Zug mehr ausbremsen. Und das habe ich keine Lust. So, wenn wir mal die Bremsung einhalten. Na, jetzt steht doch geil, Leute. Genau am Haar. So, wir gucken nach draußen. Ähm, 10 bis 15 cm, meinst du jetzt der Abstand vom Zug zum Bahnsteig? Wohlheide, hier, Leute. Bloß mal so zur Info. Hier gibt es noch irgendwo die Parkeisenbahn Wohlheide. Die müsste theoretisch hier hinten versteckt sein. Wo damals die sogenannte Pioniereisenbahn war. Zurückbleiben bitte. Ja, wenn ich jetzt die Bremse löse. Ja, weiß ich nicht. Dann baut sich hier ein Dings auf und der rote Zeiger geht runter. So, jetzt ist die Bremse leer. Und wenn ich jetzt das hier dann rollt es an. Keine Ahnung, also dazu bin ich nicht Eisenbahner genug. Nee, war das nicht immer so richtig spalt, so 30, 40, 50 cm? Man muss doch teilweise richtig einen Schritt machen, um darüber zu kommen von in den normalen Fernverkehrsanhänger, also hier nicht bei der S-Bahn. Weiß man, die hat nur 10 bis 15 cm, das stimmt. Aber hier in die normalen Reisezüge oder Regionalzüge, wie man die heute nennt, die hätten auch richtig große Abstände gehabt. Genau. Ja, für ein Kind sind 15 cm. Und wenn das denn noch dazwischen kicken kann, also eine schwarze Grube, dann sehe ich Köpenick.
So, Köpenick, dann sind wir eigentlich schon wieder fast raus aus Berlin, möchte ich behaupten. Ich kann ja noch ein bisschen Gas dran lassen, weil es sind ja wohl noch über 1 Kilometer. Seht ihr jetzt bremsig? Das Bordkampf, wenn ich jetzt die Bremse löse. Der Rote muss wahrscheinlich immer den Helm erst erreichen, dass der richtig bremst denn. So, okay. So, wir sind Köpenick. Ich weiß nicht, ob du schon mit bei warst. Forum Köpenick, wo wir einkaufen waren schon mal. Das ist geil, da haben die von unten, da kannst du im Hauptweg, in der Magistrale quasi, wenn du durchgehst, kannst du nach oben gucken, wo die Fahrstühle sind. Und da sind die Gehplatten durchsichtig, aber jetzt nicht glatt durchsichtig, sondern so Milchglas. Und dann siehst du von unten oben nur die Fußtapsen. Einsteigen bitte. Ja, das sieht So, aus, ja. Wenn du rückbleiben bitte. dann über die kriegst, da siehst du die Fußtapsen der ganzen Leute, die da sind. Also kann man eigentlich dankbar sein, dass Kinder auf die Idee gekommen ist, wir machen die Dinger voll durchsichtig, diese Glasplatten. Das wäre dann im Sommer für die Frauen natürlich ein bisschen. So, gut, geht weiter. Was ist denn ein Hirschgarten? Na, das klingt sich ja schon an, wie wir sind fast raus. Da dürfen wir dann 90 immer noch. 1,3 Kilometer, das ist ja nicht ganz so weit weg. Hirschgarten sagt mir ja nicht. Also ich weiß nicht, ob das noch Berlin ist oder Brandenburg. Sagt mir gar nichts. Kann höchstens nachher mal gucken, ob da irgendwas Markantes zu sehen ist. Der Müggelsee zum Beispiel. Aber ihr seht sehr viel Holz und sehr viel Wald schon. Also wir kommen der Sache schon bedacht, oder wie sagt man, Nächste relativ nah. Station. Arschkarten. Nein, nicht vollbremsen. So, wir müssen noch ein bisschen vorrollen. Bisschen ist noch. Das ist so die Geschwindigkeit, wo sie damals immer aus der S-Bahn gehopst sind. Die mutieren Türen auf und raus. Und wenn sie sich dann verschätzt haben, dann lagen sie auf der Schnauze. Genau so ist es. So, wollen wir mal kicken. Was ist hier los in Hirschgarten? Ja. Außer Häuser nichts gewesen. Doch, hier ist eine Gärtnerei. Und Wasser ist da auch, da fließt ein Fluss. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass das so hinter Köpenick irgendwo ist. Richtung Friedrichshagen Einsteigen bitte. groß. Eben, sag mal, muss nicht nach Friedrichshagen kommen? S-Bahnhof Friedrichshagen, das ist doch eigentlich die Köpenicker Strecke.
So, wie viel haben wir? 90 dürfen wir. Wie gesagt, der Bahnhof sagt mir ja nichts. Naja, mal sehen, was das nächste ist wieder. Der erscheint ja hier unten, ist immer dann der nächste Bahnhof. Wie weit noch weg? Ja, ansonsten, was haben wir hier noch so für Infos? Erreicht Hirschgarten, ja, schön. Ach, das. Friedrichshagen, jetzt kommen wir Friedrichshagen, ja doch, Friedrichshagen sagt mir noch was. Sputteranzeige, ja. Stromanzeige, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Können höchstens die Fahrnummern sein von der S-Bahn quasi. Die Kennung. Nächste Station, Berlin-Friedrichshagen. Die Routenkennung oder irgend sowas. Das ist jetzt wird zu schön sanft rein. Jetzt noch ein bisschen mehr Bremse. Noch ein bisschen rausnehmen, das Jas. Naja. Also, wenn man das ein paar Mal spielen würde. Und das Bretter, ich will mal machen. So, mal gucken, Friedrichshagen. Ja, Friedrichshagen sagt mir wiederum was. Geht das zu uns, Neilersdorf? Hier die Straßenbahn. Die fährt heute noch. Eine richtig alte Oststraßenbahn hier. Die fährt, glaube ich, nach Rüdersdorf, wenn mir alle täuscht. Könnt ihr ruhig googeln. Also, da fährt noch so was richtig altes. Ja, Böllsche Straße, richtig schöne Einkaufsstraße. Vier Bäcker, Eisdielen. So richtig alt berlinerisch. Zeig jetzt mal so ein richtig alter. Einkaufsstraße noch. Ja, so. Ja, ansonsten da jetzt nach Köpenick. Gut, dann haben wir das auch ausgekundschaftet. Dann wissen wir jetzt, wo wir sind. Aber Hirschgarten sagt mir ja nichts weiter. Also, keine Ahnung. Ja, die Bahnhäuschen. Und wenn die S-Bahn dann drinnen stand, dann kam der Schaffner an mit seiner roten Mütze. Hat er meistens so ein Mikrofon gehabt, also mit der Kette war er nur auf die Fernbahnhöfe oder auf die Regionalbahnhöfe, aber S-Bahnhof, die hatten dann immer da so einen Stecker bei und den haben sie dann da an der E-Laterne drin gesteckt und das muss wahrscheinlich so ein Signal für den Lokführer gehabt haben. Aber von drinnen haben sie dann meistens nur über Lautsprecher dann gesagt, sollt bleiben. Und als herausgegangen hat sie deine Stadt links und rechts an der S-Bahn vorbeigeguckt und dann hat er das okay gegeben. So, wir fahren jetzt 4,5 Kilometer. Oh, jetzt können wir fahren. 4,5 Kilometer Ransdorf, sagt mir Hofer. Das ist kurz vor Erkner übrigens. Naja, siehst du, liegen wir da gut in der Zeit. Dann sind wir, denke ich mal, spätestens um 10 Uhr fertig. Und dann, ja. Ich glaube, Ransdorf, dann ist es nicht mehr weit. Das ist im Übrigen, wer mit einem Auto fährt, auch dieses ganze Waldstück. Wir fahren jetzt hier quasi unter Müggelsee lang. Wir müssen mal gucken von Ransdorf, ob wir den Müggelsee sehen. Ich werde meine Fahrträger ein bisschen hochdrehen, dass wir nicht Fahrt verlieren. Ah, Tastenbelegung 1, 2, 3. Ah, das ist natürlich easy. Also hier hinten müsste theoretisch der Müggelsee sein, Leute. Ja, ich darf nicht mit der Maus drehen. Dann hängt das. Also hier müsste der Müggelsee sein. Tut mir leid, wenn er jetzt nicht drin ist, aber vielleicht sehen wir nachher vom Bahnhof. So, 90. Wir müssen mal hier ein bisschen die Geschwindigkeit runternehmen, sonst werden wir hier ausgebremst. Ah, runter. Ich will jetzt nicht bremsen. Ey, wir sind auf 90. Kann's aussehen.
Ja, es ist eine schöne Ecke zu fahren, auch mit dem Auto. Fährt sich übrigens sehr schön, das hinten durch den Wald durch und ja, macht Spaß. Aber ganz gleich, jetzt haben wir es geschafft, 1,3 Kilometer noch, dann sind wir am Bahnhof. Und ich möchte mal behaupten, Rahnsdorf ist wirklich der letzte Berliner Bahnhof. Weil Rahnsdorf selber gehört noch zu Berlin. Weil da hatten wir auch schon Patienten gehabt. Daher kenne ich dazu ein bisschen, dass das Berlin ist. Nächste Station. Diese Kisten, die sind auch noch von damals, das ist auch noch richtig. So, wir sind in Rahnsdorf. Ja, Nöcklischer Waldparkplatz, Bahnhof. Warum kann ich die Karte nicht mehr drehen? Doch, jetzt. Na gut, wo bin ich jetzt dann nicht? Ja, Arbeit machen. Hä? Na, jetzt kaputt. Alter, ich sitze in der falschen Bahn. Ach ne, die Türen sind noch gar nicht zu. Der wird da gleich jetzt auslösen. Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, oh Mann. Ey Leute, was gibt's denn noch alles? Warum ist die Lampe jetzt aus? Hä? Türen sind doch alle zu. Hat das hier erlaubt? Wilhelmshaven 2,2 Kilometer. Vorne kommt der Kollege entgegen und kauft auf sein Gleis, nicht auf meins. Das wäre doof. So, Wilhelmshaven, ja, das ist irgendwie. Nächste Station, Wilhelmshaven. Das muss schon der letzte Punkt sein von. Also Rahnsdorf ist ja schon weit draußen. Aber Wilhelmshaven. Ja, könnt ihr mal sehen, wie lange ich die Tunnel gefahren bin.
Ja, alles schön grün hier, Kiefernwälder, Einfamilienhäuschen, da ist nichts mehr dran. Da hinten die Schornsteine, das könnten schon Erkner sein, das könnte da der Bahnhof sein, Erkner. Da war doch so ein Kohlebahnhof, war für die Dampfloks und so ein Quietschquatsch alles. Ja, das können wir meinetwegen auch als Highlight markieren. Das werde ich dann morgen machen und dann ist das morgen mal online. Ah, jetzt ist ja nicht viel aus. Ja, leider hat das nur so wenig Strecken, die wir kennen. Also nach KW wäre zum Beispiel auch eine schöne Strecke, die man mal fahren könnte. Habe ich leider nicht mit bei. Also das nächste, was ich euch anbieten könnte, wäre Potsdam, Arnsfelde, Wartenberg. Und so, ich sehe gerade der letzte Bahnhof. Erkner, jetzt im Anflug. Ja, ich weiß, da stand ja damals, war auch so ein großer Betriebsbahnhof. Da standen auch die ganzen Waggons. Dampfloks glaube ich auch, also sah da so sehr eigenartig aus, so. Also wie so ein Kohlebahnhof möchte ich fast behaupten. So, kommen die 40 in 0,7 oder in 1,3 Kilometer? Nächste Station, Erkner. Übergang zum Regionalverkehr. So, wir kommen genau hier vorne, stand die S-Bahn alle. Potsdam hat auch lange Strecken. Also hinter Zehlendorf, Wannsee, lange Weitstrecken. So, also wir sind jetzt hier in Erkner. Willkommen. Genau, dieser Zug endet hier. So, was haben wir denn hier? Genau hier, das war doch damals, hier ist doch da überall rüber gerumpelt um alle Gleise. So, hier drüben auf diesem Gleis, da fährt glaube ich der Zug dann nach Fürstenwalde. Ich weiß nicht, ob der so ja nach Frankfurt weitergefahren ist damals. Das, aber ich glaube, muss er ja, weil Fürstenwalde war ja nicht Endstation. So, Aufgabe wurde mit abgeschlossen, mit 51%, Aufgabe erfolgreich beendet. Sie haben Aufgabe in 1 Stunde 31 Minuten am Ende gebraucht. Also ich würde fast sagen Realzeit. Die PZB wurde genutzt zu. Mehr sagt er nicht, gut. Ja. Punkte. Nein, wir fahren jetzt nicht nach Spandau zurück. Wir gucken uns jetzt hier an. So, also Erkner. Jetzt bitte nicht beenden. Nein! Ah, so blödet. Ja. Ich schalte mal kurz den Ton weg. Ton weg. Würdet ihr mich eigentlich auch sehen? Was ist das Spielfenster?
Moment. Ah, hat er das Spielfenster jetzt so gelassen? Dann hat er doch geladen, nicht geladen. Doch, dann zeigt er mir das an. Ist ja geil. Na gut. Wo war ich denn stehen geblieben? Du bist weg. Das ist ja. So, wir haben noch im Angebot. Was wir aber nicht heute machen, können wir später mal machen. Von Magdeburg nach Eisenhüttenstadt. Und oder mit den, die fahren mit den RE1 Magdeburg, von Potsdam, Potsdamer Erkner. Unterwegs halten sie Berlin-Wannsee, Zoologischer Garten. Ach, das wäre denn der Regionalexpress. Dann haben wir hier vom Westkreuz nach Strausberg, hätte ich noch im Angebot. Ahrensfelde, Potsdam, das ist die S7. Warschauer Straße nach Wartenberg nach Spandau. In Köpenick ist ein Container eingefahren. Der Triebfahrer ist nicht ortskundig. Sie müssen das Güter aber Nordost, wo auch immer der ist. Und Krasnodar nach Spandau. Zwischen Ostbahnhof und Frühsheim. Ja, das wäre noch ein kurzer. Ah, hier geht es ja noch weiter. Standard. Warschauer Straße nach Wartenberg, Spandau, Arnsfelde, Potsdam. Was ist das hier? Strausberg Nord nach Westkreuz. Naja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und zwar, das war da damals, man musste doch irgendwo rüberlaufen. War da eine Brücke oder durch einen Keller irgendwie, war, um auf diesen anderen Bahnhof zu kommen. Straßenbahn Großstadt. Hier sind Straßenbahnkickern. Straßenbahn Berlin. Das hatten wir gerade gehabt. Saalfeld. Also hier könnten wir dann auch mal irgendwie außerhalb fahren. Dresden-Plauen. So, dann Geräuschstein Trier. Okay, großer. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Feierabend und dann komm gut nach Hause. Und wir sehen uns die Tage wieder. Mal gucken, morgen Abend könnten wir wieder online sein. Schau einfach vorbei und bedanke mich für dabei sein und wünsche dir eine gute Nacht. Schöne Träume und bis später. Also, tschüss. So, wir gucken noch mal ganz kurz hier durch, was hier gibt. Blau und Trier. Nee, ja, von uns könnten ja nicht so weit runter. So, das. PTP, PTP. So, gut, wir beenden hier auch mal und ich werde mich dann auch ins Bett begeben, weil morgen früh darf ich nochmal los. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen Abend, so denke ich mal 20 Uhr, mit Gamer muss wieder. Und ich bedanke mich für Zuschauen bei allen und wünsche euch eine gute Nacht und schöne Träume. Also, tschüss. Nee, ich bin ja nicht da. Nee, wir immer noch nicht. Jetzt.